Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns trennen von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir dahingerafft den ganzen Tag. Wir werden so wenig geachtet wie Schlachtschafe. Aber das alles überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, Sie und ihr alle, Familienhörbuch, so nennt sich ein Projekt und ein gemeinnütziges Unternehmen, in dem ausgebildete Journalisten und Journalistinnen seit einigen Jahren arbeiten. Familienhörbuch macht ein Angebot an Menschen, vor allem Eltern, die auf todbringende Art und Weise erkrankt sind und sich aufs Sterben vorbereiten. Das Angebot von Familienhörbuch besteht darin, dass sie zu den Erkrankten nach Hause kommen und die Erkrankten ihre Lebensgeschichte erzählen lassen. Das heißt, mehrere Tage kommen die Journalisten mit ihren Aufnahmerekordern zu den Frauen oder Männern und lassen sich erzählen, was diese über ihr Leben zu sagen haben, was sie berichten über das, was sie selbst ausmacht, was sie ihren Angehörigen weiter und mit auf den Weg geben möchten. Ein trauriger Anlass, aus dem Familienhörbuch ins Leben gerufen wurde und zugleich etwas, das Kraft schenkt und Trost spendet. Denn die Familienangehörigen bekommen dann ein professionell erstelltes Hörbuch, ein Familienhörbuch, auf dem sie immer, wenn sie möchten, die Stimme ihres Vaters, ihrer Mutter nachhören können. Ein kostenloses Angebot von Familienhörbuch, die gemeinnützig und spendenbasiert arbeiten. Ich finde dieses Projekt, dieses Unternehmen beeindruckend und bewegend, weil es Verbundenheit zwischen Menschen über die Grenze des Todes hinaus schafft, weil es Stärke gibt, so scheint mir. Als ich von diesem Projekt gehört habe und darüber nachgedacht habe, da hat sich mir gleich die Frage gestellt, ja, und wie würde es denn klingen, wenn ich das Hörbuch meines Lebens zu erzählen hätte? Wie würden die Geschichten klingen, die Sie, die ihr erzählen würdet, über euer Leben und speziell am heutigen Tag, am Silvestertag gefragt, wie würden die Geschichten sich ausnehmen, die wir über das Jahr 2021 zu erzählen haben? Und noch eine Frage. Lassen wir bei diesem Geschichtenerzählen zu, dass Gottes Stimme darin zu hören ist? In unseren Lebensgeschichten und Jahresgeschichten? Dass er die Geschichte meines Lebens miterzählt? Oder lasse ich das nicht zu?
Ich glaube, unsere biblischen Schriften, unser ganzer christlicher Glaube, der ist geradezu darauf ausgerichtet, dass Gott unsere Lebensgeschichten miterzählen will. Denn nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. So haben wir es gerade in der Epistellesung gehört. Die Stimme der Liebe ist gegenwärtig in meinem Leben. Und die Frage ist, ob ich sie wahrnehme, wenn ich meine Geschichte erzähle. Meine Zeit steht in deinen Händen, so heißt es im 31. Psalm. Wenn wir bewusst die Zeit unseres Lebens, unseres Jahres in die Hände Gottes legen, wenn wir auf die Stimme seiner Liebe hören und ihr vertrauen, dann, da bin ich ganz fest überzeugt und die Erfahrung habe ich oft gemacht, verändern sich unsere Geschichten. Es verändern sich die Geschichten, die wir über das vergehende Jahr erzählen. Es verändern sich unsere Lebensgeschichten. Wir selbst verändern uns darin, in der Art und Weise, wie wir von uns und über uns erzählen. Drei Richtungen dieser Veränderung möchte ich gern benennen. Eine erste Veränderung, wenn wir die Stimme Gottes wahrnehmen, betrifft die Klage. Ja, zum Klagen finden wir in unseren Erzählungen über das Jahr 2021 Grund. Es ist das zweite Jahr, das von dieser Pandemie überschattet war. Ein Kommentator, habe ich gelesen, nennt es ein Jahr der Verzweiflung. Über die Misere und die Nöte dieses Jahres, die Erkrankten und die Toten der Pandemie, die Einsamkeit und Isolation, die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Not des Sterbens in den Kliniken und Pflegeheimen, auch die substanziellen Einschnitte in unser Gemeindeleben, über so vieles lässt sich klagen. Und Gott erlaubt die Klage. Und auch die Klage über das, was nicht die Pandemie betrifft, gesamtgesellschaftlich oder individuell, den Klimawandel und unsere politische Trägheit, die vielen Menschen, die an den Landesgrenzen irgendwo zu verweilen haben und in miserablen Lebensumständen nicht zurechtkommen. Das Leid der Welt und unser ganz eigenes und persönliches dieses vergehenden Jahres 2021, das dürfen wir beklagen, und zwar ohne Einschränkung. Wir wären wohl auch gefühlskalt, wenn wir die Gründe zur Klage einfach übersehen oder übergehen würden. Die Klage ist erlaubt. Halten wir sie Gott hin, unsere Ratlosigkeit und unser Nicht-mehr-Weiter-Wissen. Halten wir es ihm hin, um es auch in seine Hände zu geben, dass wir nicht so schwer daran zu tragen haben. Und dann, und unabhängig davon, neben der Erlaubnis zur Klage, da, so scheint mir, meldet sich die Stimme Gottes, die uns durch die biblischen Schriften vermittelt wird, anderweitig zu Wort. Denn sie fragt, hast du nur Grund zu klagen in diesem Jahr? War es nur miserabel oder findest du auch andere Ereignisse und Erlebnisse darin? Ich glaube, wir werden auf das Dankenswerte, das in jedem Jahr und in jedem menschlichen Leben enthalten ist, gelenkt durch die Augen Gottes. Überall ist Gutes zu finden, auch wenn das eine Jahr, das zu Ende geht, vielleicht schlechter war als manches vorige. Und wenn wir so blicken und die Stimme so wahrnehmen, dann schauen wir nicht nur zum Beispiel auf die Tragödie der Überschwemmung im Ahrtal, sondern auch auf die Welle der Solidarität und Mitmenschlichkeit. Wir sehen nicht nur die schrecklichen Folgen der Pandemie, wir sehen auch, dass in diesem Jahr, was für ein Glück, ein Impfstoff flächendeckend verteilt worden ist. Und wir sehen die Anstrengungen und unermüdlichen Kämpfe von so vielen Menschen im Umgang mit dieser Pandemie. Ich sehe dann nicht nur das Bild vom Sturm auf das US-Kapitol im Januar, sondern ich sehe auch das Bild von der Vereidigung Joe Bidens, die ja
das Ende der Amtszeit von Donald Trump besiegelt hat. Ich stelle nicht nur die Unzufriedenheit über das Wahlkampfgetöse in unserem Land in diesem Jahr in den Mittelpunkt meines Denkens und Schauens, sondern ich kann auch erkennen, was für ein Glück es ist, dass wir in einer funktionierenden Demokratie leben und eine nicht autokratische Regierung haben. Und auch als Gemeinde, wir als Gemeinde St. Ansgarii, dann blicken wir nicht nur auf die drastischen Kürzungen, finanziellen Kürzungen, die in diesem Jahr für alle Gemeinden beschlossen worden sind, auf die gestiegenen Gaspreise und auf die großen Fragen, die auf uns wie auf alle evangelischen Gemeinden in den nächsten Jahren zukommen, sondern wir sehen auch das große Engagement in unserer Gemeinde, für das wir so großen Grund zur Dankbarkeit haben, den großen Willen, unsere Gemeinde zu gestalten, und denken an eine schöne Klausurtagung unseres Kirchenvorstands im Oktober, bei der wir viele gute Ideen entwickelt haben. Und schließlich und zuletzt sehe ich ganz persönlich dann nicht nur meine Einsamkeit, meine Konflikte und mein Zu-Kurz-Kommen dieses Jahres, sondern ich sehe auch, an welchen Stellen ich beschenkt worden bin und mir Gutes widerfahren ist im Jahr 2021. Seid dankbar in allen Dingen, schreibt der Apostel Paulus an die Thessalonicher. Das ist kein Aufruf zum Fatalismus und dazu, in Starre zu verfallen und nicht mehr zu handeln, sondern es ist der Aufruf, das Dankenswerte im eigenen Leben zu erkennen. Also denken Sie, denkt ihr darüber nach, was Dankenswertes und Gutes in diesem vergehenden Jahr Teil Ihres Lebens war. Und auf eine zweite Weise wird unsere Jahresgeschichte 2021 verändert, wenn wir die Stimme Gottes wahrnehmen, scheint mir. Dann können sich nämlich Schuldgefühle zu Versöhnung wandeln. Wissen Sie, eine der grundlegenden Botschaften dieses einen aus Nazareth ist die Versöhnung. Als er gefragt wird, wie oft wir Menschen zu vergeben haben, da sagt er 7 mal 70 mal, und das ist symbolisch gemeint und bedeutet unbegrenzt oft. Und das gilt eben auch für die Versöhnung, die Vergebung Gottes, die uns zuteil wird. Er schenkt jedem von uns Versöhnung, wenn wir darum bitten. Sogar, so heißt es einmal im ersten Johannesbrief, sogar wenn dich dein eigenes Herz verurteilt, Gott ist größer als dein Herz. Wenn ich also all meine Versäumnisse und Fehler und Unterlassungen und Unvollkommenheiten und Untaten, von denen ja jedes Jahr und jedes menschliche Leben geprägt ist, wenn ich all das auf einen Zettel schreibe, auf einen Schuldschein sozusagen, und ihn Gott hinhalte, dann zerreißt er diesen Schuldschein. Das tut er im Grunde jeden Tag, wenn ich ihn darum bitte, aber am Ende dieses Jahres, da sollten wir uns das besonders klar machen. Er zerreißt den Schuldschein, so heißt es sinngemäß im Kolosserbrief. Und das bedeutet ja, er stellt das Konto meiner Verfehlungen auf Null. Er dreht die Uhr, den Kalender zurück. Er schenkt mir und jedem einen neuen Anfang. Im 2. Korintherbrief heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Da, wo ihr anderen Menschen vielleicht Unrecht getan habt, da geht hin und versöhnt euch nach Möglichkeit direkt mit ihnen. Aber in jedem Fall, lasst euch versöhnen mit Gott. Er schenkt die Versöhnung jedem, der darum bittet. Versöhnung ist wie eine gute Macht, und als kurze Unterbrechung der Predigt singen wir nun die Strophen 4 und 5 des Liedes von guten Mächten wunderbar geborgen. Dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. So haben wir gerade gesungen. Und diese Zeilen schreibt ja einer, der seine Lebenszeit Gott ganz und gar in die Hände legt.
seine Klage, seine Bitterkeit, seine Verfehlungen und seine Verletzungen. Gerade Dietrich Bonhoeffer, der Autor dieses Liedes, der so großes Leid zu tragen hatte und so große Verletzungen erlitten hat, er ist für mich immer wieder neu ein Beispiel dafür, wie die Verletzungen, die wir erleiden, in Gottes Händen heilen können. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. So dichtet er auch. Unser Glaube geht auf einen zurück, der den Menschen Heilung geschenkt hat. Und das ist die dritte Veränderung, die sich ereignen kann in unseren Lebensgeschichten, wenn wir seine Stimme wahrnehmen. Von dem Fokus auf unsere Verletzungen hin zu dem, was uns heil macht. Dieser eine aus Nazareth, der hat den Menschen vor allem das gebracht: Heilung. Heilung für ihre geschundenen und zerrissenen Seelen, für ihre Einsamkeit, ihre Ausgrenzung, ihre Erniedrigungserfahrungen, ihre Angst vor dem Tod. Und das tut er auch für uns. Was diesen einen ausmacht, ist, dass er zusammenfügt, was auseinandergerissen scheint, im Leben von Einzelnen und in der ganzen Gemeinschaft. Sie, ihr alle habt sicherlich davon gehört, dass vor, ich glaube, gut 2 Wochen der anglikanische Erzbischof und Anti-Apartheid-Kämpfer Desmond Tutu gestorben ist aus Südafrika. Und er hat einen Satz gesagt, der nicht nur der südafrikanischen Gesellschaft galt, sondern der uns alle, unser Menschsein betrifft. We all stand in need of healing. Wir alle, wir Menschen alle, brauchen Heilung. Heilung für die Verletzungen, die wir als Einzelne und als Gesellschaft erleiden. Heilung für die Ramponiertheiten unserer Seele, ohne die kein Leben stattfindet. Gott, sprich du nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So heißt es in einem Gebet, das in Vorbereitung des Abendmahls gebetet wird. Vor allem in katholischen Gottesdiensten, aber auch bei uns im Gesangbuch steht es. Sprich du nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die Bitte, die hier formuliert wird, glaube ich, sprechen wir einerseits immer wieder an Gott gerichtet, dass wir heilen mögen an unseren Seelen. Und andererseits aber ist diese Bitte ja längst erfüllt. Denn dieses eine Wort, das Gott sprechen soll, hat er ja längst gesprochen. Sein größtes, tiefstes, sein alles überwältigendes Wort hat er damals gesprochen, in der einen Nacht, die wir Heilige Nacht nennen. Er hat es in die Krippe hineingesprochen und es beginnt mit dem Buchstaben J und hört mit dem Buchstaben A auf. Denn der, der uns in dem Kind dort begegnet, verkörpert das Ja, das Gott zu jedem von uns spricht. Ja mit unseren Zerrissenheiten und Verletzungen. Ja zu allem, was Heilung braucht an unseren Seelen. Ja, die Erfahrung haben Sie bestimmt auch schon in Ihrem Leben gemacht. Ob Sie das Ja einem anderen zugesprochen haben oder es gehört haben. Dass Heilung von diesem Wort ausgehen kann, wenn ein Mensch ganz und gar gemeint ist. Lass dich von mir heilen. Auch das sagt die Stimme Gottes, wenn wir unsere Lebensgeschichten erzählen und auf sie hören. Also, von der Bitterkeit zur Dankbarkeit, von der Schuld zur Versöhnung, von der Verletzung zur Heilung. Wenn ich Gott die Geschichte dieses Jahres 2021 miterzählen lasse, dann verwandelt sie sich, dann verwandle ich mich. Und Heilung hilft, Hoffnung zu stiften für die Zukunft. Die Zeit des Jahres 2021 in Gottes Hände zu legen, heißt,
unsere Blockaden aufzulösen, wie wenn sich eine Thrombose auflöst und das Blut wieder ungehindert durch die Adern fließen kann. Oder auch so ein Bild des Jahres 2021, dem Suezkanal, verkeilte Frachter. Das haben Sie bestimmt alle noch vor Augen. Der den ganzen globalen Warenverkehr über diese Trasse behindert hat. Und dann ist er endlich befreit worden und der Verkehr konnte wieder fließen an dieser Stelle. Was für ein Bild. So will es auch Gott, dass durch unsere Adern, unsere Seelenadern wieder Leben fließen kann, weil er uns dazu frei macht und uns heilt. So möglichst unblockiert und möglichst frei in das neue Jahr zu gehen, das wünschen wir uns zweifellos alle und ich wünsche es Ihnen und euch von Herzen. Einen Vorsatz für 2022 möchte ich gerne formulieren, der ist ganz klein und ganz groß zugleich, nämlich eben genau den, dass wir in unseren Lebensgeschichten, denen, die hinter uns liegen, aber auch denen, die vor uns liegen, Gottes Stimme wahrnehmen. Bei dem auch was kommt, seinen Geist der Dankbarkeit, der Versöhnung und der Heilung beherzigen mögen. Das Familienhörbuch, von dem ich am Anfang erzählt habe, das hat ein Sohn einer Verstorbenen auf seinem Smartphone immer dabei. Er holt es raus, wenn er die Stimme seiner Mutter hören möchte. Lassen wir die Stimme Gottes sich in unsere Lebensgeschichten einmischen. Er will sie miterzählen, die, die hinter uns liegen und die, die vor uns liegen. Ich wünsche Ihnen und euch allen für das kommende Jahr 2022 von Herzen Gottes Segen. Amen.